Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Gratis-Spielvorstellung. Heute habe ich The Whisperer, ein Point-and-Click-Adventure für euch, beziehungsweise GOG hat das für euch. Alle Infos wieder unten in der Videobeschreibung. Die Aktion geht leider nur noch bis morgen, müsst ihr euch also etwas beeilen. So, ja, wir schauen mal kurz rein ins Spiel. Ich hatte schon einmal kurz reingeschaut, ja, gestern Abend hatte ich das noch schnell gemacht. Nachdem ich die Benachrichtigung bekommen habe, ist an mir leider so ein bisschen vorbeigegangen. Ansonsten hätte ich euch das gestern schon gezeigt. So, ja, es ist ein Point-and-Click-Adventure mit Horrorelementen und ich habe bisher hier auch noch nicht so viel gesehen. Ne? My dear Robert, you have been very good to me. Thank you for all the beautiful moments we shared. But for the last time, what happened between us was a mistake. My heart belongs to my fiancé, Philippe. Your insistence makes me uncomfortable. The words you use in your letters are strong, even scary. If unfortunately my father should read one of them, I'm afraid I won't be able to protect you. Also, I believe I saw you through my window two nights ago. Please don't ever show up at my door again. I hope this letter will bring you to your senses. Aurelie. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich weiß, wie der heißt, aber Aurelie? Nee, Aurelie? Keine Ahnung. Ja, dann haben wir hier noch so ein Beil. A very sharp cleaver with enough force, you can even cut through bones with it. Ja, mit genügend Kraft können wir damit auch Knochen zerschmettern. Ansonsten können wir hier von diesem Tisch erstmal nichts nehmen. Aber wenn wir uns hier weiter umschauen, haben wir da hinten in der Ferne ein Haus zu stehen. Es gibt hier weiter nichts. Ja, ich stand hier gestern, ich dachte, das ist ein Ladebildschirm. Und habe hier gewartet und gefühlt hier 3 Minuten gesessen und bis ich dann realisiert habe, man kann sich ja hier umgucken. So, wir können uns nicht bewegen. Das ist quasi, man ja, klickt sich von Bild zu Bild und die Bilder bzw. die Bildbereiche sind dann interaktiv. Ja, man sieht es hier, man kann sich umschauen, man kann alles untersuchen. Hier ist zum Beispiel jetzt, achso, ich habe das eben, ja, mal gucken, kommen wir nochmal zurück, genau. Also die Tür ist zu, it's locked. Und hier ist ein Stein, ja, sehr offensichtlich, da liegt dann auch der Schlüssel drunter. Pick up. So, dann gehen wir hier wieder raus aus dem Bereich und dann müssen wir ins Inventar, das öffnet man mit Tab. Da hat man dann hier auch alles mögliche an Items und Notes. Können wir jetzt den House Key use und auf die Tür. Und dann können wir hier reingehen. So, weiter habe ich nicht gespielt, das war der kurze Moment. Atmet hier jemand oder bilde ich mir das ein? Hier ist auch nur das Bett zu sehen und der Nachttisch. Aber ich kann hier nichts machen. Ich probiere jetzt einfach mal was. Okay. Es scheint ein Albtraum zu sein, in dem wir uns hier befinden. Oh, ist das dunkel hier drin. Oh mein Gott. Okay, wir haben die Nacht anscheinend überlebt. Robert, my friend, a week ago we heard of a strange rumor. A group of engaged men stopped to one of our trading posts. Ja, ich werde das jetzt hier nicht vorlesen. Da haben wir die nächste Note quasi, den nächsten Brief, den nächsten Hinweis.
So, und jetzt sind wir hier mitten in der eisigen Wildnis und können von hier aus jetzt das Abenteuer starten. Und ich würde sagen, bis hierhin und nicht weiter. Den Rest müsst ihr dann schon selber erkunden, wenn ihr Bock auf dieses Spiel habt. Wie gesagt, alle Infos unten in der Videobeschreibung. Holt es euch, wenn ihr Point-and-Click-Adventures mögt. Wenn ihr gruselige Settings liebt, dann viel Spaß damit. Ich habe mich gefreut, dass ihr mir wieder zugeschaut habt, ja, dass ihr wieder dabei wart. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.